Ja, schönen guten Tag Leute, herzlich willkommen wieder am K-Technik and Repair Channel. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem VW T6 den Service zurücksetzt, beziehungsweise den Ölservice. Dies kann man nach wie vor noch ohne Tester machen und ich zeige euch wie immer Schritt für Schritt. Ihr nehmt euer Fahrzeugschlüssel, steckt den ganz normal ins Zündschloss und dreht ihn in Stellung 1. Das ist ganz wichtig, nur bis 1. Und dann seht ihr im Kombi-Instrument unten rechts einmal hier die kleine Set-Taste. Da müsst ihr jetzt beigehen und diese Set-Taste gedrückt halten und dann zeitgleich dann den Fahrzeugschlüssel drehen auf Zündung. So, und da Ölservice wirklich zurücksetzen und OK drücken. Dies könnt ihr jetzt unten am Wischer an. Da unten habt ihr die von oben, von Lenker drehen ist einfach so. So, da unten habt ihr die Taste, quasi auf 6 Uhr. Und damit könnt ihr jetzt euren Ölservice dann bestätigen. Dies muss natürlich schneller gehen, dauert es länger als 10 Sekunden, dann geht die Anzeige oben weg und dies dann einfach bestätigen. So, dies machen wir ganz normal, nicht so viel Quasseln dabei, und dann geht das auch. So, ganz normal, Schlüssel rein, Stellung 1, Stellung 1. So, Taste drücken. Zündung. Ölservice wirklich zurücksetzen? Ja, und bestätigen. Service wurde zurückgesetzt. Ja, und dies war's auch schon. Ja, ich nicht wundern, ich habe es jetzt vom Handy gemacht, weil mit dem Stativ habe ich jetzt gerade nicht dabei. Aber die Funktion ist gegeben. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, könnt euren Service zurücksetzen. Und wie immer, ich bedanke mich recht herzlich und schaut auch in meine anderen Videos mit rein. Guckt, vielleicht könnt ihr euch da noch irgendwas abgucken oder noch ein bisschen mehr erfahren. Oder einfach in die Kommentarliste was reinschreiben, wenn ihr noch was wissen wollt, wo bei welchem Auto ein Service zurückgesetzt werden soll oder auch andere Sachen. Ich bin immer für euch da. Vielen Dank und schönen Abend noch. Mit freundlichen Grüßen, Million Dollar One. Dankeschön.